Dieser hustende Typ kommt doch bestimmt gleich wieder zurück. Bestimmt passend mit der Wache. Na, blödes Timing, sonst wäre ich ihm hinterhergelaufen. Na ja, nehmen wir erst die Wache. Brauchst du auch Hustenbonbons? Hm? Dreh dich jetzt bitte nicht da. Danke. Komm mit. Gut, man könnte jetzt sagen, dass wir im letzten Part nichts geschafft haben. Und vermutlich wird dieser Part hier genauso. Da ist er doch schon wieder. Aber, wie gesagt, ich möchte mir die Stadt angucken. Das war die falsche Taste. So, dann hast du einen Grund zum Arzt zu gehen. Einmal wegen der Kopfschmerzen und einmal, wir stehen in dir drin. Dann solltest du erst recht zum Arzt gehen. Und der hat anscheinend ein paar Orden gehabt auf seiner Dings, auf seiner Klamotte da. Das sieht doch aus wie Orden. Leuchte nochmal. Na. Tatsache, der hat da wirklich Orden. Hm. War bestimmt jemand Wichtiges. Ach. Ja, hier war doch der... Ja. Hier war der Typ, der uns so schön verarscht hat. Uiuiui. Achtet ihr auf eure Kollegen? Nö, ne? Oh, nee. Hier, der hat schon wieder so einen blöden Helm. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, du Pussy. Mit dem falschen Andi. Pussy. Schon mal was von einer Rüstung gehört, Schleiche? Ja. Jede Menge. Ihr seid so dumm. Hallo. Komm zu, bleib wachsam. Im Haus ist ein Einbrecher. Oh, oh. Hahaha. Ach Mist, Garrett schlägt ja leider nicht auf dem Ding. Ich hab's vergessen. Ich habe Spuren eines Eindringlings gefunden. Ja, ich bin noch da. Du läufst gerade über meinen Kopf. Macht das Spaß? Nein. Also die können wir getrost da stehen lassen, weil wir ihn wieder nicht da wegkriegen. Oder wir müssen... Gesundheit. Oder wir müssen das tun. Ach. Ja, ihr steht in diese Richtung hier, Wache. Das ist Mist. Aber da ist eine Tür. Ich will da rein. Der sieht das doch, wenn wir die abknüppeln da. Ach, und da läuft die liebe Dame. Als ob der uns jetzt nicht sieht. Blindfisch. Aber jetzt wird er uns sehen. Scheiße. Okay, lassen wir das. Ist ja schon gut. Manu. Die Wachen versauen einem aber auch wirklich alles hier. So. Jetzt gehen wir über den Marktplatz. Wenn ich jetzt noch Tatentuten wüsste, wo der ist. Da nicht. Der hat sich bewegt. Ja, das stört mich doch nicht. Komm doch. Das war Glück. Jetzt kriegen wir dich. Haha. Tja, Fräulein. Okay, also das ist heftig, dass die Wachen echt andere Helme haben. Vielleicht ist hier ja auch noch eine Tür. Geil. Sowas ist immer gut. Und da läuft halt schon wieder wer. Oder seid ihr die drei Kompanieros hier? Oh Gott, die drehen sich da. Und ihr seid nur zu zweit. Ja, denne. Gib das her. Also ich möchte mal behaupten, dass die Stadt bald keine Wachen mehr hat. Die können wir auch eiskalt da liegen lassen, weil hier ist ja sonst nichts mehr. Oh, schön. Geil. Das ist alles nicht wertvoll.
Schade. Dafür hast du was zu essen. Gib das her. Ein paar Gurken. Äpfel. Ach, wie schön. Wollen wir nicht direkt hier bleiben? Keine Beute versteckt oder so? Nee, komm. Der hat keine Beute. Naja, essen wir ein bisschen. Anstatt dass Garrett sich das noch schön belegt, aber nein. Immerhin lebt er gesund. Nö, Tatsache, der hat keine Beute hier. Und nein, ich werde jetzt keinen Teller mitnehmen. Nicht in dieser Mission. Da ist nichts, okay. Und krass, wir haben tatsächlich so viel gegessen und keine Gesundheit dazu gekriegt. Das ist wiederum läppsch. Ach ja, und das ist die Tür, die nicht reagiert, ne? Ja, okay. Gut. Dann können wir jetzt hier noch gucken, ob bei euch noch eine Tür ist, die wir aufkriegen. Nein. Oh. Gehst du wohl auf? Mist. Kommen wir da nicht hin? Ich will da aber hin. Ja, altes Moment, altes Tor. Dann ist das das. Kann das sein? Bestimmt. Warum kriegen wir das nicht auf? Naja, egal. Wir wollen ja in diesem Part hier auch mal was schaffen. Und nicht einfach nur Wachen knüppeln. Aber das macht so einen Spaß, weil die einfach so blöd sind. Wir müssen nicht da lang. Da hat sich was bewegt. Nein. Tja, wir müssen auch noch in die Richtung irgendwie wieder. Ja, genau, dann sind wir nämlich auf dem Marktplätzchen. Nimmst du die Leiter? Nimm die Leiter, bevor du... Danke. Warum guckst du hier hin? Lass das. Kann das sein, dass das die zwei Deppen sind und dass da der dritte steht? Das ist bestimmt so, der mit dem anderen Helm wieder. Mal was ganz Dummes versuchen. Hi. Dein Kollege da? Nein. Cool. Oh, du drehst dich aber zu schnell. Ich möchte da lang. Nur dann seht ihr mich. Dreh dich. Du auch. Dreh dich. Hey. Wie dumm einfach nur. Das ist so dumm. Das darf man wirklich keinem erzählen, ey. Da geht's nicht rein. Aha. Was macht ihr hier, außer blöd rumstehen? Jo. Ach nein, nicht du schon wieder mit dem Helm. Hilfe! Scheiße, wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Da! Oh, Gott sei Dank. Ach, das wirst du bereuen. Später vielleicht. Ach, Kacke, ey. Immer die mit dem blöden Hä. Tschüss. Na gut. Nicht runterfallen! Naja. Solange wie der jetzt nicht wieder hysterisch zurückgerannt kommt. Geil. Es ist wirklich geil. Wo sind denn wir jetzt lange? Hier, ne? Ja. Weil vielleicht ist hier ja doch noch irgendwas. Hier drei. Das ist jetzt doof.
Wir haben, glaube ich, noch einen Weg gefunden. Ja. Na gut. Kommt man auf den Friedhof? Kommt man dahin? Vermutlich nicht, oder? Ach ja, hier habt ihr ja die Dings geknutscht. Dieser ständige Alarmzustand bringt mich noch um. Ist da jemand? Nein, niemand. Vielleicht waren es Ratten. Oh Gott. Wer ist da? Dein Kollege. Der muss mal austreten, deswegen sei nicht so neugierig, bitte. Ach, wie geil. Hoffentlich knutscht da gleich wieder einer die Laterne. Das wäre so schön. Das Blöde ist nur, wenn wir den jetzt knüppeln, sieht die Alte uns. Komm her. Ist da jemand? Nein, ich trage ja nur gerade deinen Kollegen, der ziemlich schwer ist. Dieser ständige Alarm bringt mich noch um. Puh, Glück gehabt. Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Ach, kennst du auch schon wieder keine Männer? Da ist eine Tür. Nein, ganz runterfallen solltest du jetzt nicht, das war dumm. Na, hier kommt man aber auch raus, ne? Glaube ich. Irgendwie zu wissen. Das ist eklig. Och, Garrett, geh mal ein bisschen duschen. Nee, geht leider nicht. Er passt mit seinem Dickschädel nicht runter. Kommt schon, hier muss man noch irgendwo rauskommen. Ach, da will wieder einer Eindruck schinden. Hier waren wir doch. Ja, klar waren wir hier. Oder? Irgendwie... Nee. Nein, hier waren wir noch nicht. Auch gut. Aber hier sind bestimmt Wachen. Nein. Okay, ich bin irritiert. Sehr irritiert. Schön. Moospfeil? Was ist das für ein Pfeil? Der hat keinen Namen, dieser Pfeil. Coole Wohnung. Oh, können wir nicht einfach hier bleiben, Garrett? Das ist doch cooler als deine Wohnung. Geht das nicht? Na, immerhin. Ein paar Pfeile abgestaubt, aber das war's dann auch. Aber hier hinter stehen Wachen. Mist. Mir steht zu weit auseinander. Das ist... Das wird nix. Aber wir kommen sonst nicht mehr aus dem Gewässer hier raus, oder? Naja. Ah, doch. Das ist cool. Einmal noch mal kurz abschwimmen, ob hier einer wieder meint, das würde Glück bringen, wenn man hier Beute reinschmeißt. Oder so. Nö, bis jetzt nicht. Nur in diese eine Tür, da wäre ich ja auch gerne mal reingegangen. Ah, da kommt man auch hoch. Und hier auch. Wo sind wir nun schon wieder? Nö. Lassen wir das. Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Was war das? Tön? Das ist nur eine Ratte, die gerade schwimmen gelernt hat. Früher oder später finde ich dich. Bitte später, wenn möglich. Könnt ihr nicht einfach ausrutschen und ganz unglücklich ins Wasser fallen? Ihr könnt über Luft gehen, das ist sehr interessant. Feigling, kämpfe wie ein Mann. Nö, keine Lust. Oder beziehungsweise ich darf ja nicht.
Ihr seid dann tot, aber für uns ist die Mission zu Ende. Und das ist ein bisschen blöder, würde ich sagen. Dann gehen wir halt doch hier raus. Und machen die mal aus. Wir haben genug Pfeile. Nein. So. Wo sind wir überhaupt? Oh, wir sind ja fast zu Hause. Das ist schön. Garrett, du musst aber auch echt immer am Arsch der Welt wohnen. Kann das sein? Naja. Bis zum Haus gehen wir gerade noch. Geschweige denn, wir werden nicht wieder durch irgendwelche Türen abgehalten. Dass hier nie einer ist, das ist doch nicht normal. Ist das da auch noch Beute? Gib das her. Cool, wir sind bei einem Gemüsehändler eingebrochen. Naja, ess ruhig ein bisschen davon. Wir nehmen es ja eh nicht mit in die nächste Mission. Hau rein, Garrett. Dass wir mal ein bisschen Leben dazu kriegen. Anscheinend geben nur bestimmte Lebensmittel Dings. Oder Garrett muss wirklich extrem viel davon essen, aber gut.